möchte euch erstmal herzlich willkommen heißen. Ich habe hier den Talk so ein bisschen angezettelt und bin froh, dass der Roland jetzt hier ist und helfen kann, wenn auch nochmal Fragen auftauchen. Ich nutze die Overpass und auch Overpass Turbo sehr oft, um irgendwie Daten aus dem OSM-Datenbestand rauszukitzeln und auch verschiedene Sachen anzuzeigen. Also ich benutze das zum Beispiel für mein Hobby, die Gaslaterne in Düsseldorf. Die kann man zum Beispiel relativ schön damit anzeigen. Ich weiß gar nicht, das. Wir schauen mal, was passiert. Genau. Es nimmt sich eine Menge Zeit, aber ich hoffe einfach mal, dass es sich eine Menge Zeit. Ja, es gibt noch 16.000 Gaslaternen in Düsseldorf, also das kann dauern. Das Schöne ist, dass man mit diesem Werkzeug relativ leicht zu Ergebnissen kommt. Also Overpass Turbo ist dann sozusagen die Oberfläche, die es noch einfacher macht, und dann kann man sozusagen den Wizard nutzen, wenn man was Neues starten will. Was man jetzt hier sieht, das ist sozusagen ein dreistufiger Prozess. Der Datenbestand kommt aus OpenStreetMap, geht in eine Verarbeitung, die besser abgefragt werden kann, das ist dann die Overpass. Damit es besser angezeigt werden kann oder abgefragt werden kann, gibt es diese Overpass-Turbo-Oberfläche, und dann gibt es darunter noch irgendwelche CSS-Skripts, die das Ganze dann irgendwie bunt anmalen. Also hier gibt es verschiedene Typen von Gaslaternen, und die können dann so angezeigt werden. Das ist jetzt so eine Anwendung, nur um zu zeigen, es gibt bestimmte Objekte, die haben bestimmte Eigenschaften. Ach, das ist noch die alte Sprache mit Hash-Key-Value. Ja. Ganz alt. Da kann man von Hand umändern, es geht wahrscheinlich flotter, als es automatisch umzuändern. Also wir können mal gucken, was passiert, wenn man es automatisch umändert. So, das ist der Teil, der Daten hat. So. Es gibt eine allerdings nicht aktiv beworbene Seite, auf die prinzipiell konvertieren kann. Gucken wir, was passiert. Ich habe das schon länger nicht mehr benutzt. Sieht nicht so gut aus. Ist denn irgendwas verschluckt? Das kann gut sein, ja. Gut, dann lassen wir das. Okay. Ja. Ja, das tut irgendwas im Grunde besser. Das ist gut. Hat allerdings, glaube ich, jetzt auch die Namen ersetzt. So, und vor allen Dingen hat es nicht kopiert. Hark. So. So, ja, also es hört mit dem Richtigen auf, es fängt mit dem Richtigen an. So, ja, es. Wir könnten jetzt mal live versuchen, das zu vereinfachen. Er ist aber auch nicht mitglücklich, also irgendwas ist schiefgegangen. Oh ja. Ah, das könnte auch erklären, warum das andere Ding Ärger gemacht hat. Wollen wir da weitermachen oder gleich eine modernere Abfrage irgendwie machen? Ja, wir können mal gucken, ob es funktioniert, aber es sollte funktionieren. Also. Aber gut, es war ja nicht schnell, es waren ja irgendwie sehr viele. Ja, dann sollen wir vielleicht schon mal überlegen, was als nächstes kommen sollte. Und. Meine Beispiele? Ja. Ich benutze die Anzeige auch, um Qualitätskontrolle zu machen. Zum Beispiel gucke ich nach, ob in Düsseldorf die Adressen alle mit 5 Attributen ausgezeichnet sind. Das wäre hier die 5 Tupel im Ort. Da kann man dann sehen, ob überall Adress:.de, Adress Street, Adress City, Postleitzahl und Hausnummer vorhanden sind, und der meckert, wenn irgendwas von diesen Dingern fehlt.
Da sieht man dann vielleicht auch noch, dass irgendwelche Adresstags an Straßen hängen. Müsste man mal reparieren, glaube ich. Es gibt irgendwie eine lange Straße, die jetzt Korridorstraße ein bisschen. So, die eine lange Straße, und ich glaube, ich muss das Mikro ausmachen. Eine lange Straße, die Corneliusstraße, die irgendwie jetzt hier drin hat, aber so, sollen wir einfach beide auf Mikro umsteigen? Gut. Okay. Und? Okay, also es ist Spaß für den Videoschnitt, der gleich im Kopfhörer dann weggepustet wird, wenn irgendwie die Kratz- und Quietschgeräusche drin sind. Naja gut, also jedenfalls eine lange Straße sehen wir jetzt, die Corneliusstraße, warum auch immer sie drin ist. Ja, und das andere dürfte ein bekannter Fall sein für mich. Das ist ein Mapper, der durch die Straßen geht und jedes Geschäft mit einer Postleitzahl ausstattet. Aber keine weiteren Adressinformationen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber... So, wir schauen jetzt mal, warum diese Straße drin ist. Also, sie hat ein... So, die Access, Cycleway und so weiter haben wir wahrscheinlich nicht nachgefragt. Müssen wir mal gucken, wo die herkommen könnte. So, wir fordern, dass ein Address irgendwas bei ist. Ja, vermutlich ist es eher ein Relationsmitglied. Genau, dann können wir gleich mal aufräumen üben. Dann sind wir danach ein bisschen schlauer, was da los ist. Also, wir haben hier unten das Out Meter, brauchen wir eigentlich. Normalerweise werden wir das Meter nicht brauchen, es sei denn, wir möchten wirklich jetzt Benutzerdaten analysieren. Per se können wir also das Meter schon mal rausschmeißen. Ich kann erklären, warum ich das mache. Ich benutze diese Daten, um sie sofort in JOSM weiterzuverarbeiten. Das heißt, man kann diese Abfrage automatisch exportieren und sagt dann, packt das in JOSM und dann kriegt man genau diesen Datensatz in JOSM und sieht dann zum Beispiel jetzt genau diese Objekte im Editor und kann dann sagen, das repariere ich jetzt, das lasse ich jetzt so und deswegen nehme ich diese Meta-Ausgabe. Okay, das ist ein gutes Argument, das würde ich einsehen. Es ist eine andere Frage, warum JOSM das zur Hand habt, aber ich glaube, es gibt einfach in JOSM keinen Mechanismus, der vorsieht, dass man Daten in JOSM vorhält, die man nie vorhat, hochzuladen. Und dann ist es natürlich schon ein tieferer Eingriff, wenn man JOSM diesen Modus überhaupt erst verpassen müsste, damit er mit Daten ohne Metadaten umgehen kann. Die andere unsaubere Möglichkeit wäre, ich liefere Fake-Metadaten aus, aber da ist, glaube ich, auch keinem so richtig mitgeholfen. Wenn man dann in JOSM auf die eine oder andere Weise Datenmüll mit sich rumschleppt, der dann bestimmt irgendwann mal seinen Weg in die Datenbank findet, obwohl er das nicht sollte. So, jetzt sehen wir, woran das liegt. Also, woran ich ja unglücklich war, ist, wir haben diese Straße angeguckt, sie sah eigentlich unverdächtig aus. Was habe ich jetzt geändert? Hier stand vorher, ich glaube, Steuerung Z bringt das wieder, hier stand vorher dieses OutQTQT. Und die entscheidende Sache, die uns jetzt gerade hier zum Narren gehalten hat, die JOSM aber braucht, ist dieser Abschnitt hier, und zwar, was tun wir hier? Wir haben vorher Relationen eingesammelt und diese Abfrage sorgt dafür, dass wir zu den Relationen jetzt alle zugehörigen Ways und Nodes kriegen. Der Hintergrund ist der das OSM-Datenmodell, was wir heute schon mal hatten, dass Relationen haben keine Koordinaten, Ways und Nodes, Ways auch nicht, nur Nodes. Das heißt, also man muss tatsächlich zu den Relationen, wenn man strikt orthodox im OSM-Datenmodell will, sein bleiben will, auch noch die Ways und Nodes nachladen, die von der Relation referenziert werden, damit JOSM das Ding anzeigen kann. Das macht uns gewisse Schwierigkeiten beim Identifizieren, was los ist, weswegen es diesen, im Moment gibt es diesen, als beste Lösung diesen GeOM-Modus. Der GeOM-Modus liefert nur genauso viele Objekte, wie auch wirklich passen. Und deswegen können wir jetzt hier draufklicken und das Ding, von dem wir uns wundern, warum es eine Ergebnismenge ist, da erscheint jetzt eben auch das richtige Objekt, das was verantwortlich ist dafür. Es ist die Relation, die uns mitteilt in ihrer verstümmelten Adresse, dass sie zu einem Land gehört. Warum auch immer das toll sein soll, dass eine Moment, Buslinie in Deutschland. Oh, ich habe jetzt sogar die Liste gesehen und konnte es auch noch nicht auf den ersten Blick erkennen. Ah ja. Es gibt nur nichts, was es nicht gibt. Ja.
Muss nicht so sein. Ich denke mal, da. Also, es ist, ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, nach meiner Einschätzung, es ist Datenmüll. Also, das ist. Also, da sollte man jetzt die vier anderen fehlenden auch noch ergänzen, oder? Nee, adress.de weg, ne? Ja, Adress weg. Also das ist, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ein Bus eine Hausnummer, also eine Buslinie an einer einzelnen Hausnummer verkehrt. Ja, und dann wird, sage ich mal, das Suchfeld auch etwas kleiner, beschränkt sich dann wirklich nur auf die Düsseldorfer City und dann kann man da sehen. Aber wie gesagt, das Problem ist, am besten probiert man es mal selbst aus mit JOSM. Ich weiß nicht, ob hier ein JOSM drauf ist und ob wir da gerade nicht so weit wegkommen. JOSM würde sich eben nicht ganz unberechtigt, weil JOSM nur mit dem OSM-Datenmodell, mit dem strikten OSM-Datenmodell arbeitet, würde JOSM sich darüber beschweren, dass es jetzt eben dieses verbogene Datenmodell bekommt. Aber es ist natürlich fürs Arbeiten viel praktischer. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir konnten jetzt sofort rauskriegen, wo eigentlich der Problemkandidat her ist, während man den Mail nicht unbedingt ansieht, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist. Das ist der Grund, warum ich zum Arbeiten mit Overpass Turbo normalerweise dieses OutGeom als die meistens praktischste Stufe empfehle. Wenn man in Daten geduscht wird, kann man auch stattdessen auf Center umsteigen. Dann wird pro Objekt nur ein Punkt erzeugt. Dann würde aber die Relation jetzt nicht mehr so auffallen. Das ist relativ, ja. Dann würde die Relation jetzt nicht mehr so auffallen. Genau, man kann die Ausgabe noch weiter reduzieren, indem man das Center durch Count. Weil die jetzt irgendwo hier unten lebt. Beide haben irgendwie das Adress county.de, warum auch immer. Count macht und dann kriegt man die Anzahl der Objekte, die im Prinzip. Ja. Gut, und ansonsten diese Liste, ich glaube, da werden wir nachher kürzere Listen sehen, um zu sehen, was da jetzt los ist, was da gut ist und was da schlecht ist. So, gut, du wolltest noch mehr Beispiele machen, hattest du gesagt. Ja, genau. Wo kann man jetzt mal, ach, das ist keine Maus, ne? Da komme ich dann doch schon wieder durcheinander. Wo war meine Seite? Da. Ja, der Tab da. Ach, das Tab, ja. Der Tab, ja. Genau. Nee, ich krieg sie nicht hin. Ich komme ohne Maus nicht klar, das ist das Problem. Okay, dann sag mir, wo ich hin soll. Dann geh doch mal ganz unten. Da hatte ich jetzt noch mal zwei Testfälle, die sind relativ neu. Nee, noch tiefer, glaube ich. Noch tiefer runter. Wir gucken, ob wir einen noch tiefer haben. Wir haben noch ganz viel noch tiefer. Genau, und zwar, nee, Wahlkreise ist zu kritisch, das lassen wir hier sein. Also die erste Teil, um Adressen in einem Stadtgebiet abzufragen. Okay, gucken wir, was passiert. Ob wir danach schlauer sind. So, wir klicken mal drauf und es passiert irgendwas. Ich weiß noch nicht was, weil auch ich kann jetzt erstmal nur anfangen, links mal zu gucken. Okay, es könnte länger laufen. Jemand hat einen Timeout gesetzt. Wir wollen einen CSV-Modus und mehr sehen wir jetzt gerade noch nicht. Natürlich. Im Prinzip noch werden hier Straßen in, nee, Adressen in einem Gebiet abgefragt und man kriegt die in unterschiedlichster Form, also es gibt die unterschiedlichsten Arten, Adressen zu erfassen und das ist jetzt die Stadtmitte von Düsseldorf. Da sind im oberen Teil alles Knoten und jeder dieser Knoten hat auch eine Eigenschaft. Das heißt, es ist entweder ein Shop oder ein Amenity-Building und hier wird auch noch aufgelistet, was ist das für eine Adresse. Es gibt andere Städte, also es war heute auch schon mal Thema, da sind die Nodes alle anonym. Das heißt, ein Node hat keine Eigenschaften außer Lat-Long und die Adressinformationen. Das ist in Düsseldorf anders. Also, und wenn man jetzt weiter runter geht, dann kommt man zu den Ways, die Adressinformationen haben. Und das sind dann meistens Gebäude. Es gibt auch noch Schulgelände und so weiter. Aber meistens, wenn es Ways sind, sind es Gebäude, die dann eventuell noch eine Spezifikation haben, aber meistens sind die bis jetzt nur mit Yes getaggt. Aber man kann dadurch schon unterscheiden, wie werden jetzt Adressen getaggt. Wenn man jetzt Stadtmitte Düsseldorf mal eingibt, gibt man hier oben Stadtmitte Düsseldorf, Search Area Kreis Viersen ein, dann wird sich die Ausgabe deutlich unterscheiden. Oder gibt nur Viersen ein. Viersen ist die Stadt, Kreis Viersen dauert zu lange, glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren. So, Zugebiet ist ein Stadtteil, aber nee, er macht hier aber. Nee, doch, er nimmt den, dann ist gut.
Genau, und jetzt sieht man sozusagen, dass sich da die Art zu mappen deutlich unterscheidet. Jetzt werden nur Nodes kommen. Es kommt vor allem viel. Ja, es sind jetzt alle Adressen. Und da kriegt man jetzt sozusagen nur die Adresse und die Ortsinformation und keine weiteren. Es gibt hier irgendwie vier Sachen ganz oben. Meine Erfahrung sagt, dass das morgen wieder weg ist. Da gibt es irgendwelche Leute, die aufpassen. Es gibt offenbar Leute, die es nicht mögen, wenn ein Objekt mit Amenity da auftaucht. Ja, weil diese Adresse wird nochmal woanders in Viersen vorkommen und dort werden keine doppelten Adressen gewünscht. So, das ist, kann man sich sozusagen mit dieser Overpass-Abfrage sichtbar machen. Das ist jetzt sozusagen das, was ich so mit dem Ding so bastel und spiele. Und jetzt könnte man mal hören, ob ihr auch irgendwie Anwendungsfälle habt oder irgendwelche Probleme habt, wo ihr was wissen wollt. Steuernummer und so, akzeptieren die denn so Zusatzinformationen wie Steuernummer oder sonst was zu einem Laden ja eigentlich dazugehört? Oder Telefon, Fax, Webseite? Ja, ich meine, Mikro, sonst sieht man nimm ja mal Mikro noch durch. Nimm mal das Mikro, wenn du antwortest, Harald. Also das kann man natürlich abfragen und das ist ja jetzt auch noch gar nicht sichtbar, was über diesen Laden jetzt alles in OSM bekannt ist. Also das ist ja nur die Text, die ich jetzt hier in diesem Teil hier out CSV, da ist zum Beispiel Doppelpunkt ID. Das heißt, ich will wissen, welche ID hat das Ding? Wo ist es gelegen? Doppelpunkt lat, Doppelpunkt long. Und dann kann ich sozusagen filtern. Ich könnte jetzt auch noch abfragen, ist die Steuernummer oder die Telefonnummer eingetragen. Aber das war jetzt bei diesem Abfrage gar nicht nötig. Ich wollte da nur wissen, welche Art haben Adressinformationen in OSM im bestimmten Bereich. Wenn ich jetzt abfragen wollte, welche Informationen haben wir über Geschäfte? Könnte man genauso machen. Dann müsste man gucken, was gibt es denn überhaupt für Informationen über Geschäfte. Wenn man jetzt überhaupt erstmal rauskriegen will, was wissen wir über Geschäfte in OSM, dann gibt es irgendwie so Standardtext, also die Adressen, Telefonnummern, Webseiten. Aber was ist denn jetzt überhaupt noch über Geschäfte bekannt? Und da muss man irgendwie gucken, er ist jetzt auf die Idee gekommen, Steuernummer. Wie kriegt man das jetzt raus? Da habe ich jetzt sozusagen irgendwas Ähnliches gebaut, um Zusatzinformationen zu finden. Also das ist jetzt das nächste Beispiel, was ich irgendwo habe. Das bezieht sich jetzt auch wieder auf Adressen. Da will ich jetzt rauskriegen, wo sind überhaupt Adressen dran? Also wir wissen, die sind an Gebäuden, die sind an Shops, die sind an Amenities. Die sind irgendwie an Objekten, die Leisure haben, Hotels, also Tourism und so weiter. Aber was trägt noch eine Adresse? Und da kommt dann eben diese Abfrage zustande. Bist du auf dem nächsten Beispiel, was irgendwie ganz unten auf der Liste war? Ja, genau, das ist das, was ich genommen da habe. Da wird sozusagen abgefragt. Also hier sind wir noch im Anzeigeteil. Was will ich überhaupt über das Teil wissen? Wo ist, scrollst du mal runter auf die Abfrage? Ja. Also da suche ich jetzt, Moment, welches ist jetzt, also ich suche alles, was mit einer Straße und einem Hausnummer versehen ist, kein Gebäude ist, kein Gebäudeteil, kein unterirdisches Gebäude, kein entferntes Gebäude, keine Amenity. Und da gibt es dann in der Innenstadt von Düsseldorf nur noch drei Objekte. Das kann ich dann sozusagen, wenn ich jetzt diese drei Objekte mir angucke, dann kann ich damit entdecken, okay, das ist jetzt vielleicht genau diese Art von Objekt, die mit einer Adresse versehen wird, die kann ich jetzt in diese Liste aufnehmen und kann dann die Suche erweitern. Ich suche dann in Düsseldorf, da gibt es dann vielleicht noch 10 Objekte und ich finde dann so langsam raus, wo hängen überhaupt überall Adressen dran. Und das kann man dann auch wieder nutzen, um zu wissen, ah ja, okay, man kann also auch, ich sag mal, Turnhallen oder irgendwas anderes mit Adressen versehen. Und so taste ich mich manchmal an so Gebiete ran.
Gut, okay, ich sehe gerade eher große. Vielleicht sollen wir ein bisschen mal was Einfaches machen. Also, wie ich jetzt an diese Sachen meistens rangehe, ist, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, meistens gibt es irgendwas von der Typen, von der Art mit Deklaration. Das ist meistens, entweder ist es leer. Wenn wir uns eine kleine Tabelle mal, wie so eine Abfrage typischerweise aussieht. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Sagen wir mal den Fall, wir wollen es einfach nur über Pastobo anzeigen. Wir wollen es nach JOSM haben oder wir wollen eine Tabelle haben, um es irgendwem anders zu geben. Hier gibt es noch Varianten. Und letztlich meistens ist es von der Form mit Deklaration, dann will ich, da sollen wir vielleicht mal Beispiele für haben, dann ist das meistens hier sogar leer. Oder, ja doch, die beiden Dinge sind meistens leer. Für die Tabelle habe ich hier auch CSV drin stehen. Das kommt hier ganz häufig vor. Und was ich meistens einfach nur listen muss, ist die Texte, die ich brauche. Das ist das, was jetzt hier auch im Beispiel passiert. Und zwar hatten wir hier ein Beispiel. Das ist gleich die ganz brutale Variante. Man sieht aber auch, dass es hier sehr, sehr, sehr viele Einträge gibt. Ich hoffe, dann kann man es jetzt sehen. Ja, sollte eigentlich jetzt gehen. Was wir sehen aber, wenn wir genauer hingucken, hier kommt eigentlich immer nur irgendein Ausdruck, Komma, nächster Ausdruck, Komma und so weiter. Und wann immer das einfach nur ein normaler String ist, würde er einfach das entsprechende Tag auswerten, also hier jetzt zum Beispiel Building. Das kommt dann, das korrespondiert zu der Spalte, die hier angezeigt ist. Wann immer es ein wann immer es irgendwas Spezielles ist, wenn wir zum Beispiel Längenbreitengrad wollen, dann ist es so, dass da dieser doppelte Doppelpunkt vorsteht. Das ist eigentlich nur das, was man sich merken muss, was man vielleicht mal irgendwo explizit nochmal rausschreiben sollte, was jetzt diese Standard-Sonderformulierung sind. Es sind eigentlich immer ID, LAT und LON. Vielleicht sollte man das einfach mal reinschreiben. Also mit Doppelpunkt werden die sogenannten Metatags von den OSM-Daten versehen. Also ID, man könnte Doppelpunkt User machen. Man könnte, glaube ich, noch das Erstellungsdatum abfragen und so weiter. Ja, es gibt einen Teil Selektion, den mache ich eigentlich zum Schluss. Der ist nämlich der, wo am meisten passiert. Und es gibt den Teil Ausgabe. Was auch noch zu beachten ist, wenn man in dieser Titel Doppelpunkte oder Unterstriche hat, dann müssen die Dinger in Anführungszeichen geklammert werden. So, hier passt meistens out.geom. Wenn man nichts Spezielles vorhat, ist das meistens eine gute Idee. Es gibt Varianten dazu, können wir gleich mal alle daneben schreiben. Wenn ich es an JOSM verfüttern will, dann muss ich hier tatsächlich ein bisschen in die Trickkiste greifen. Dann brauche ich dann und eigentlich auch nur dann brauche ich dieses out.meta. Den Zeiger nach unten und nochmal out.meta. Dadurch kommen dann die Metadaten mit rein und es werden sozusagen die rekursiven Aufrufe gemacht, dass sozusagen für die Wege die nötigen Knoten für die Anzeige oder auch für die Verarbeitung in JOSM nachgeladen werden. Da ich in der Tabelle in der Regel eh keine Geometrie verwenden kann, komme ich meistens mit out.center aus. Das ist, Center ist im Gegensatz zu geom. Der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur, wir schicken hier weniger Daten mit, weil hier schicke ich pro Objekt nur noch eine einzige Koordinate mit. Nämlich das, was ich so grob für den Mittelpunkt von dem Objekt halte, während hier die volle Geometrie mitgeschickt wird. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und Selektion ist eben was, was hier immer in allen Abschnitten eigentlich immer gleich ist. Und das ist natürlich auch der Teil, wo was Interessantes passiert. Und da können wir uns mal angucken, was da so in den diversen Abfragen jetzt hier gerade passiert. Und dann finden wir vielleicht auch mal etwas allgemeinere Kriterien. Da werde ich mal gleich drauf eingehen.
Das ist schon eine sehr neue Syntax, da muss ich auch nicht drauf eingehen. Hier haben wir eigentlich so den Works, den Klassiker in sehr groß. Das wäre jetzt eigentlich eher so der Standardfall, dass man einen der drei Ausdrücke, entweder ich will Nodes haben, ich will Ways haben oder ich will Relationen haben, hat. Und dann hat man hier die ein oder andere Menge an Text dahinter. Also in diesem Fall zum Beispiel jetzt hat Harald gesagt mit. Also hier, das ist eine ziemliche wilde Logik. Also ich teste alles, was irgendwie eine Adressinformation hat. Also wenn es die Hausnummer hat und die anderen vier fehlen, dann ist das eine unvollständige Adresse und die soll angezeigt werden. So, wir machen das einfach mal als Beispiel. So, also erstens, hier zwischen den Klammern greift immer ein und. Wenn es hier noch mehr Ausdrücke gäbe, wäre es immer ein und. Hier steht eigentlich drin, nur Ergebnisse mit Address House Number. Das wird genauso wörtlich übernommen. Und hier steht drin, das ist wegen des Ausrufezeichens, das ist die Stelle, wo man darauf achten sollte, keine Ergebnisse mit Address Street. So, das ist eigentlich der Teil, der erstmal sich lohnt, hauptsächlich zu merken. Da kommt man schon ziemlich weit mit, wenn man mit solchen beliebigen Kombinationen von Text machen kann und will. Wie mache ich das jetzt, wenn ich zwei verschiedene Sachen haben will? Dann kann ich halt Klammern rumschreiben. Sowas wie zum Beispiel, warum ich das haben können wollte, alle Nodes mit Address Street. Und alle Ways mit Address House Number. Oder machen wir Address City, das ist kürzer. Was wir dann haben, ist, das Wichtige hier sind diese Klammern. Hier und hier. Und dazu gehören auch die Semikolons, hier und hier. Das sorgt für ein Oder. Das sorgt dafür, dass wir hier effektiv stehen haben, Nodes mit Address Street oder Ergebnisse sind Nodes mit Address Street. Oder Ways mit, was da halt steht, Address City. Und im Grunde genommen, man hat diesen und den Oder-Operator zur Verfügung und damit kann man eigentlich praktisch schon so viel stapeln, wie man will. Und man hat die Möglichkeit, einen Key anzugeben, man hat die Möglichkeit, einen Nicht-Key anzugeben, man hat die Möglichkeit, Key gleich Value zu fordern. Ich kann alle Adresse, Hausnummer suchen, gleich 5. Kann ich aber dahinter schreiben. Gleich 5. Und damit haben wir eigentlich 90% der Sachen aus den Anfragen schon abgeklärt. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so alles drin haben, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Das ist sogar eine ganze Menge. Ich sehe da die Tilde. Ja. Vielleicht kann man da was, oder ist das zu komplett? Nein, da kann man doch etwas zu sagen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt der langweilige Tilde-Fall. Ich könnte das umschreiben zu Not Address Country und es würde sich nichts ändern. Ich glaube, zum Erstellungsdatum war das noch nicht bekannt. Das ist richtig, das kann gut sein. Nicht implementiert. Das kann gut sein, aber deswegen ist das jetzt ein langweiliger Fall, den ich glaube, dann suchen wir lieber einen Fall, wo es echt einen Unterschied macht.
So, hier haben wir zum Beispiel eine Tilde drin, die einen Unterschied macht. Das ist jetzt auch eher einer der langweiligen, eigentlich einer der langweiligen Fälle, aber ich kann nicht am Rechner machen. Aber dieser Tilde-Ausdruck ist etwas, was regulärer Ausdruck heißt. Da werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Reguläre Ausdrücke sind ein sehr mächtiges Konzept aus der Informatik und erlauben es einem im Grunde genommen zu sagen, mit ich möchte von dem String gewisse Eigenschaften haben. Zum Beispiel, der String darf nur mit bestimmten Zeichen anfangen. Es müssen bestimmte Zeichen vorkommen im String. Oder aber, und was wir hier zum Beispiel sagen, ist, in dem String muss entweder der Teilstring Gerresheim vorkommen oder der Teilstring Fennhausen. Das sind ist dieses zwei Stadtteile von Düsseldorf. Ja. Gut, wir haben noch hier haben wir das gleich. Genau, dann können wir weiter durchgehen. Wir haben dieses gleich. Wir haben diesen Area-Mechanismus, da komme ich vielleicht, gehe ich gleich mal als nächstes drauf ein. Dann haben wir noch diesen Place-Mechanismus, dann hätten wir diese Abfrage im Grunde genommen auch durchdiskutiert. Also was ist dieses Area? Eigentlich ist der allgemeinere Fall, das was man kennen sollte, ist das, was man hier im Overpass Turbo als B-Box schreibt. Das sorgt dafür, dass wenn ich mache mir mal ein neues Fenster hier, wo haben wir denn eins frei? Duplicate Tab. Einmal alles markieren, entsorgen. So, ich könnte jetzt einfach mal alle Wege mit Railway gleich Rail nehmen. Das wären aber echt viele und dieses B-Box sorgt dafür, das ist eine Verballhornung von Bounding Box, dass ich nur die, Werte aus dieser Bounding Box bekomme. Das heißt also im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier auf Run klicke, wird es groß. Wenn sich jemand jemals fragt, warum man so eine dämliche und komplizierte Sprache braucht, der Grund liegt in diesen, es wird Großmeldungen. Die Möglichkeit, dass wenn man sich unpräzise ausdrückt, dass man sich die halbe Datenbank an die Hand zieht, ist eigentlich der Grund, warum es nötig ist, sich präzise auszudrücken. Das ist für Leute, die Formalismen nicht gewöhnt sind, sehr lästig, kann ich verstehen. Aber es ist der Anspruch von dem Tool, ist es exakt die Lösungen zu liefern, nach denen man gefragt hat. Aber gut, zurück zur Bounding Box. Es sieht jetzt so aus, als wenn wir weltweit alle Daten hätten, haben wir aber nicht. Wenn wir jetzt rauszoomen, sehen wir, er hat ziemlich genau die Daten rund um Düsseldorf, die gerade eben im Sichtfenster lagen, geladen und keine anderen. Ich könnte auch Daten angeben, die nicht im Sichtfenster geben, nicht im Sichtfenster liegen, dann müsste ich eben diese Daten hier eintragen. Zum Beispiel, wir haben jetzt immer noch auf Düsseldorf fokussiert, aber Bonn hat irgendwie sowas hier. Ich weiß die genauen Koordinaten nicht auswendig, aber Bonn findet statt zwischen dem 50,8. Breitengrad und dem 50,9. Breitengrad. Das ist die erste und dritte Koordinate. Wir fangen mit der Ecke unten links an und hören mit der Ecke oben rechts auf. Und etwa so zwischen 7,0 und 7,2. Das kann ich dem Ding sagen. Dann zieht er sofort Daten. Wir sehen keine Daten, aber wir sehen, dass er uns auffordert, dahin zu springen. Ja, wir sind nicht ganz Bonn getroffen, ein bisschen weiter in den Norden. Aber ja, man kriegt die Idee. Das sind noch die Sachen, die man wissen sollte. Die Bounding Box, die eben fängt mit Süden an, Westen, Norden, Osten. Da kann man eben auch vier Zahlen reinschmeißen. Und das sind eigentlich so die Zutaten, mit denen wir die meisten dieser Requests gebaut haben. Wir waren ja stehen geblieben bei diesem Ding. Wir haben also jetzt schon erklärt von dem ganzen Ding den Anteil. Da wollte ich gleich was zu sagen. Den Anteil hier auch. Ups. Und den größeren Teil hiervon. Was macht dieses Area? Mit dem Area wird es leider kompliziert. Ich habe auch vor, das loszuwerden. Das war ein historischer Irrweg. Aber wie das eben so ist, manchmal hinterher... Nein. So.
Hinterher ist man schlauer, das muss aber eigentlich runter. So, dieses Ding sollte, nein, dieses Ding kann nicht runter, also müsste ich die andere hoch. Das ist wirklich verwirrend. So. Wenn ich die aus dem Weg kriege. Also es ist einfach ein historischer Irrweg. Es gab, ich hatte die Absicht, dass man aus den Wegen und aus den Welsenrelationen sofort Flächen anzeigt und dann mit den Flächen selbst hantieren kann. Es gibt also ein Objekt, das Area Düsseldorf heißt oder eben auch Area mit Name gleich Bonn. Man kann sich das so rudimentär anzeigen lassen. Hatte ich den jetzt gerade meinen? Da bestimmt, ja. Ich kann dem. Ah ja, nehmen. Danke. Ich kann mir das rudimentär anzeigen lassen. Und dieses Ding sagt mir jetzt zwar keine Geometrie, aber es sagt mir ungefähr, das Ding hat sich die Text geholt von der begrenzten Relation von Bonn. Die könnten wir uns zum Vergleich mal hier anschauen. Ich mache mal diesen tollen Oder-Operator, dann haben wir beides gleich untereinander stehen. So, wir haben jetzt einen Oder-Operator verbaut und wir lassen uns die Typen Area und Rel holen. Wir sehen jetzt von der, nein, wir lassen es nicht, weil es ein bisschen viel. So, wir sehen jetzt hier die Relationen und was wir sehen ist, dass die Relation mit der, genau, es gibt drei Relationen, es gibt zwei Areas und was man jetzt sehen könnte, wenn man die nebeneinander schreibt, ist, dass diese Area hier praktisch identisch ist mit der Relation oben. Und diese Relation hier ist, was auch immer das da ist, Bundestagswahlkreis Bonn. Man lernt nie aus, was es gibt. Ich weiß. War kein Vorwurf. Habe ich auch nicht so empfunden. Das ist gut. Lob, ne? Und diese Relation zum Beispiel hat überhaupt keine Area. Warum auch immer, was mit dieser Relation los ist, dass die Tool hat beschlossen, dass das keine Area ist. Vermutlich hat sie kein relevantes Haupttag. Da kommen wir auch schon die Grenze von dem Ganzen. Genau, und es gibt noch diese Boundary Political, noch ein Bundestagswahlkreis. Ja, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, schon schimpfen. Wenn es zwei Objekte dafür gibt, ist es etwas verdächtig. Die hat aber tatsächlich wiederum eine Area nach sich gezogen. Wir haben also zwei Objekte in der Datenbank, die Datenbank für uns erfunden hat, die Area heißen, und die wir jetzt als Begrenzungslinie verwenden können. Und auf diesem Wege würden wir jetzt genau die Eisenbahngleise in Bonn finden können. Ja. Wir sind wieder bei OutGeom. Der Grund, warum ich hier umgestiegen war, ist, dass die Relationen ewig lang sind und wir ewig viel Text da drin stehen gehabt hätten, durch den ich jetzt nicht durchscrollen wollte. Das ist das, was ich schon meinte, das sind so die wichtigsten. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich wollte jetzt eher einen Überblick geben, als lauter Details vorstellen. Das können wir uns wieder auf der Karte anschauen. Jetzt hat er nämlich genau die Gleise, die wenigstens abschnittsweise durch Bonn verlaufen, gefunden und eingetragen. Und das ist im Grunde genommen das, was hier passiert. Nämlich, wir haben im Moment, war ich eigentlich in dieser Abfrage? Nee, ich war in einem anderen Tab. Ich habe zu viele Tabs offen. Ich habe den Überblick verloren, genau. Nee, fangen wir mal mit dem Hintersten an jeweils. Genau, da haben wir es drinstehen. Da haben wir jetzt dieses Area Place drinstehen. Ich sage gleich noch, wo das Place herkommt. Und dieses Area Place sorgt jetzt dafür, dass er nur genau aus den Stadtteilen,
die den Namen Gerresheim, also deren erzeugte Area den Namen Gerresheim oder Fennhausen hat, die die Daten holt. Das ist ein bisschen gemein. Es können nämlich jetzt zwei Sachen schief gehen. Erstens kann aus irgendwelchen Gründen das Ding keine Area erzeugt haben. Normalerweise, weil es ein ungültiges Objekt ist oder aber weil es anders getaggt ist, als wir das erwartet hätten. Und das Zweite, was schief gehen kann, ist, ich weiß noch nicht, wie ich das syntaktisch löse, wenn ich so eine unschuldige Abfrage mache, wie hier jetzt gerade, oder machen wir ruhig Node Railway, das nehmen wir, lassen wir es jetzt so. Address City. Out. Hiervor wollten wir noch Area gleich Name Bonn haben. Dann würde die Area, dann würde nur diese Area wirken, weil diese Area bezieht ihr Ergebnis aus dem letzten Ergebnis dieser Abfrage hier. Diese Area bezieht ihr Ergebnis auch aus der letzten Abfrage vorher, das war aber diese hier. Dieses Ding hat aber nur Nodes als Ergebnis und keine Areas. Deswegen würde man sich hier selbst, deswegen würde man hier nichts mehr finden, obwohl wir oder hingeschrieben haben. Das ist eine konzeptionelle Schwäche der Sprache, gebe ich auch zu, aber als eine die Syntax umzuschreiben ist eine heikle Angelegenheit, wenn man keinen vernünftigen Formalismus dafür hat. Deswegen gibt es als Lösung das Ding in einer Variable abzulegen. Das, woran man denken sollte, ist eigentlich das, was man aus allen Programmiersprachen kennt, dass man sowas schreibt wie A gleich Area Name Bonn. Und dann kann man eben im nächsten Schritt einfach sagen, die Nodes aus Bonn. Und die Ways aus Bonn. Und dann sind jetzt hier auch immer, dann sind jetzt auch in beiden Fällen die richtigen Ergebnisse hier drin. Dann kriegt man auch tatsächlich Ergebnisse aus beiden Fällen. So, leider gibt es die Syntax noch nicht. Aktuell würde die Syntax eben so aussehen. Ich würde mittlerweile auch die Syntax eher so umschreiben, aber das ist was ich eher dann mal mit einer zukünftigen Version tun sollte. Aber im Kopf solltet ihr eigentlich behalten, dass hier sowas passiert. Und wenn ich ansonsten das nicht ausschreibe, würde ich halt hier hinschreiben, Unterstrich gleich. Hier würde ich auch hinschreiben, Unterstrich gleich. Und dann ist es relativ offensichtlich, dass er dann ja den Unterstrich hier rauslesen würde. Das ist der Grund, warum man jetzt eigentlich in solchen Fällen dann meistens, was hier dran schreibt, explizit aus einer Variable lesen muss. Und das ist das, was Harald hier gemacht hat mit dem Place. So. Gut, was haben wir bis jetzt zusammen? Vor allen Dingen eine volle Tafel. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Du fragst da nach Nodes und Ways. Du fragst also zweimal dasselbe ab. Ich habe jetzt gefunden, dass man das abkürzen kann, indem man einfach NW schreibt. Geht das schon oder ist das nur die Entwicklerlösung? Das geht nur auf der Testversion aktuell. Das ist, vergesst es. Ja. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht eingeführt. Das kommt doch. NWR gibt es da auch. NWR gibt es auch, ja. Es gibt auch nur NWR. Wurde häufig nachgefragt, habe ich schon umgesetzt. So, also deswegen, was wir jetzt bis hierhin schon haben, ist, wir haben Text, wir haben Keys zum Abfragen. Wir haben exaktes Matching zum Abfragen.
Wir haben Bounding-Boxen zum Abfragen. Und wir haben die Areas gesehen. Meistens mit irgendeinem Namen dahinter, weil ohne ist sie selten sinnvoll. Was noch zur Ausgabe zu sagen ist, da haben wir im Prinzip drei Typen. Also einmal ist es die Kartenansicht im Fenster. Das kann hier noch gefärbt werden durch eine CSS, wo sozusagen die verschiedenen Laternentypen hier verschiedene Farben kriegen. Dann haben wir als zweite Möglichkeit, die Daten zu exportieren oder eben die Ausgabe auch in eine Textdatei oder CSV-Datei, wo dann die Daten weiterverarbeitet werden können. Das ist dann die Formulierung mit der Out-Angabe. Haben wir das überhaupt in dem Ding schon drin? Was schon drin? Also ich gucke gerade, ob wir alle Elemente erklärt haben. Wir haben jetzt hier, hätten wir jetzt alle Elemente erklärt. So, wir könnten hier jetzt weiter erklären, aber die Frage wäre jetzt erstmal soweit, wie wollen wir jetzt eigentlich weiter vormachen? Also wir sind gerade irgendwie relativ in die Details verloren, wir hätten jetzt zumindest noch 10 Minuten. Gibt es Wunschbeispiele, die jemand sehen möchte oder Fragen in den Raum werfen möchte, die wir dann versuchen, hier mal live mit den Elementen oder anderen nötigen zu lösen? Ja? Du meintest vorhin, dass das mit Area ein technischer Irrweg war und du würdest das jetzt anders machen. Was meintest du damit? Ich hatte einen ganzen Vortrag auf der Foskis zu dem Thema und ich würde im Nachhinein tatsächlich jetzt schon so weit an den Datenstrukturen ändern, dass man aus den OSM-Datenstrukturen selbst direkt diese Flächeninformationen konstruieren kann. Andere Abwägungen zwischen Vor- und Nachteilen und der wesentliche Nachteil ist, dass die Updates etwas langsamer werden, aber die praktische Erfahrung mit dem, was an Datenmengen unterwegs ist, zeigt, dass es handelbar entgegen dem, was ich erst dachte. Und dafür erspart man sich eben eine ganze Menge Ärger. Eben, wir haben ja gerade gesehen, bei den Areas kann einiges schief gehen und wir haben zum Beispiel diesen Bundestagswahlkreis, war nur einer von da und das Problem fällt dann weg, weil das, was intern da schief gehen kann, wenn es der Schritt nicht mehr gibt, kann er auch nichts mehr kaputt machen. So. Edbert hat noch eine Frage. Kann man auch nach Teilschlüsseln suchen? Also ich habe jetzt hier so ein Beispiel von einem Fehler. Da steht dann bei Wheelchair Routing, da steht dann gerne Slopped Curb, aber nicht mit Doppelpunkt getrennt, sondern mit Punkt. Einfach den Fehler, ne? Shift nicht gedrückt. Ja. Kann man danach suchen? Ich guck mal, ob ich es jetzt gleich live, möglichst live finde. Also. Ja, wir basteln uns das mal auf. Also, wir sind in. Oh Mist, wieso ist das zugegangen? Genau, wir sind in Bonn. Wir haben ein Node, nehme ich mal an. Sind Ways, dann bleiben wir bei den Ways. So, und im Key oder im Value soll Sloped Curve drinstehen? Im Key. Im Key soll Sloped Curve drinstehen. Sehen wir mal, ob es das gibt. Sloped unterstrich Curve. Mit B. Wir schauen einfach mal, was das Ding jetzt findet, ob es etwas findet. Ja, es findet vieles. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das reguläre Objekte sind. So, er hat getroffen wegen dieses Eintrages hier, vielleicht auch noch weiteren. Jetzt weiß ich nicht, ob das legitime oder nicht legitime Syntax ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Aber der Grund, warum wir das gefunden haben, ist, wir haben jetzt gesucht nach einem Key, der als Teilstring Sloped Curb enthält. Und ansonsten wird das Ding benutzt wie die anderen Bedingungen. Man kann das jetzt noch beliebig, wir haben es jetzt hier nur mit einer Area kombiniert. Wir können es noch beliebigen weiteren Kriterien kombinieren.
Aber wir finden hier ja schon die Trepper. Ob was jetzt legitimes Tagging ist oder nicht, müssten halt diejenigen entscheiden, die damit arbeiten. Es sieht irgendwie sehr, ich würde mit sowas nicht arbeiten wollen, weil es sieht aus, als wenn es sehr viel Potenzial hat dafür, dass sehr viel schief geht. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wir finden dieses Ergebnis, weil Sloped Curve im Key steht. Das heißt also, wenn man nach irgendwelchen speziellen Zeichen im Key suchen wollte, Also das ist Wheelchair Mapping, ne? Und es sagt halt, an dieser Straße gibt es einen Fußweg, links oder rechts oder auf beiden Seiten, der einen abgesenkten Bordstein am Anfang oder am Ende hat. Okay. Ne? Und die anderen sind auch Wheelchair Mapping Sachen, ne? Also Incline und was weiß ich nicht alles, ne? Surface, Smoothness, all das, ne? Also es macht schon Sinn, aber es ist halt Aufwand, ne? Nur, gerade bei dem Sloped Curve passiert es ständig, also oft, dass da eben nicht Doppelpunkt Sloped Curve steht, sondern Punkt Sloped Curve. Punkt. Okay. Das kann man mit diesem Tool sehr leicht finden. Was noch okay, also zu sagen ist, er hat das jetzt alles von Hand in dieses Suchfenster eingetippt, weil er ist der Wizard. Er kann es wahrscheinlich, auch nachts, wenn man ihn sofort weckt. Aber wer es noch nicht so gut kann, oben in der Leiste steht ein Feld, der heißt hier Wizard. Und wenn man da rein tickt, kriegt man eine ganz einfache Abfrage. Da kann man einfach reingeben, zum Beispiel Highway gleich Residential in Bonn. Dann kriegt man alle Wohnstraßen. Teilweise wird da auch übersetzt. Also wenn man dann Trinkwasserbrunnen eingibt, dann wird das auch gefunden. Also da ist eine elementare Übersetzung drin. Oder es sind auch Beispiele angegeben, da kann man sich auch dran orientieren. Es funktioniert, es ist aber sehr langsam, weil es natürlich sehr viele Wegstraßen gibt und er hängt jetzt gerade da drin, die darzustellen. Wahrscheinlich ist der Browser jetzt auch ein bisschen ruckelig. Geht aber. Man sieht nur nichts. Und ich lerne gerade, ist das da unten Bonn oder ist da irgendwas schiefgegangen? Vielleicht geht er über die Grenze? Vermutlich, ja. Ach, vielleicht hast du einfach nur Pech gehabt. der letzte Punkt ist auf der Grenze. Ja, der letzte Punkt ist wahrscheinlich genau über die Grenze. Auf der Grenze sollten wir eigentlich abfangen. Ja, genau, der ist ein bisschen über die Grenze. Ja. Das erklärt, warum er den findet. Ja. Der wird dann wahrscheinlich schlecht gepflastert sein, weil keine Gemeinde sich zuständig fühlt. Ja, das ist ein anderes Thema. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja. Ich komme runter. Wenn man ein W abfragt, dann bekommt man auch die Nodes dazu, denn man braucht die für die Koordinaten. Aber wenn man dann die W im Karte zeigt, dann hat man auch die Nodes da rein, die eine Tag haben. Ja. Zum Beispiel, wenn es dort im Dorfstraße eine Note Highway ist Streetlamp geben würde, dann zeigt er auch die Note. Das ist richtig, ja. Gibt es einen Weg, dass man nur der W im Karte hat? Ja, gibt es. Als Linie. Gibt es. Ich gucke mal gerade, dass ich einen Ort finde, wo das passiert. Wir haben bestimmt irgendwie hier in der Bounding Box einen Highway wo eine Bushaltestelle drin hängt. So. Was brauchen wir denn? Public Transport gleich Stop Position. Und wir wollen Ways, die da drin stehen und ein Highway sind. Nur das Ganze nur in der Bounding Box.
So, ohne jetzt weiter auf diese Anfrage einzugehen, wenn ich jetzt das Übliche für JOSM mache, würde ich ja das hier bekommen, feststellen, dass gerade keine da ist. Dann gehen wir mal nach mitten in Bonn zurück, da sollte es eine Menge davon geben. Es sei nämlich, genau, gibt es eine ganze Menge, so. Wir können ein bisschen weiter reingehen, dann haben wir nicht ganz so viele Daten an den Fingers. So, hier ist irgendwie so ein bisschen was, hier ist ein bisschen was, das ist gut. So, so ich nehme mal an, wir haben jetzt genau das Phänomen, was du meintest, dass jetzt die Wege Knoten markiert sind. So, wir haben jetzt hier diesen Knoten markiert, weil er eigene Tags hat und auch den Weg, auf dem der Knoten liegt, weil den Weg wollten wir ja auch haben. So, jetzt können wir Folgendes machen. Wir könnten das hier einfach weglassen, erstmal, warum komme ich drauf? Dieser Teil, hatte ich ja gesagt, ist eigentlich für JOSM da und ist dafür verantwortlich, dass die Knoten überhaupt nochmal nachgeladen werden. Wenn wir das jetzt weglassen, würde er sich erstmal beschweren, dass die Daten nicht da sind, ist also keine Lösung. Lösung 1 wäre, wir könnten ihn dazu zwingen, dass er die Tags vergisst. Das ist der Scale-Operator. Scale wie Skeleton, nur das Nötigste. Dann wäre Lösung 1, das wäre jetzt das, was näher an JOSM dran ist, man könnte es nicht in JOSM laden, weil JOSM sich darüber beschwert, dass die Versionen fehlen. Das ist, wie gesagt, ein logisch unmögliches Problem. Deswegen gibt es noch ein paar andere Lösungen. Und zwar, das, was ich eigentlich meinte, unter anderem deswegen empfehle ich eben diesen Standardmodus mit dem GEOM, dann würde er nämlich auch genau das Gleiche tun. Das ist jetzt die sparsamste Lösung, weil jetzt hat er die Koordinaten einfach hier mit dran geschrieben an die Wege. Und wir haben die Nodes gar nicht mehr explizit drin. Und das Overpass Turbo kann damit umgehen. JOSM kann damit nicht umgehen. Können wir drauf gehen. Und das ist eben jetzt genau dieses Tool, was einem dabei hilft, dass man dieses Problem mit den Ways los wird. Also dieses Problem, eigentlich mehr das Problem mit den zusätzlichen Nodes los wird. Da die empfohlene Lösung. Dieses Outscale geht auch, hat aber eben den Nachteil, dass es mehr Daten produziert, ohne einem wirklich zu helfen. So, gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine im Moment. Doch, da oben. Ich komme. Basic was? Da sind natürlich im Geschmack keine Grenzen gesetzt. Also erstmal kann ich eher fortschrittliche Styles zeigen. Das ist das hier. Das ist die Färbung von der Straßenbeleuchtung in Düsseldorf nach Gaslaternentyp. Ja. Es gibt 5 verschiedene Typen und da gibt es dann 5 verschiedene Farben und es gibt noch einige Laternen, die, glaube ich, in das Raster nicht reinpassen und deswegen als weiße da. Die grundsätzliche Regel ist, wir haben hier eine Art Selektoren, die der Overpass-Sprache ähneln, leider nicht identisch sind, aber ähneln. Und das ist immer dieses mit den eckigen Klammern und danach gibt es mit den geschwungenen Klammern die Anweisung, wie wir es speziell machen wollen. Wir müssen jetzt mal was gucken, was relativ dominant ist, das Blaue. Das Blaue kann ich mal umfärben nach Grau. Den ganzen Kram nochmal laufen lassen. Wir hatten in Erinnerung, hier war irgendwo Blau. Wir hatten auch in Erinnerung, dass es relativ viele Daten sind, aber wir hatten auch in Erinnerung, dass es nicht mehr als ein paar 30 Sekunden oder Ähnliches dauern sollte. Gucken wir mal, wie lange es wirklich dauert. Da klickt jeder drauf. Und sehen jetzt, dass ich nicht alles blau erwischt habe, sondern nur ein Teil des Blaues zu grau geworden ist. Müsste man mal sehen, warum. Es könnte durchaus sein, dass da Knoten und Wege angezeigt werden. Nein, es liegt an was anderem. Okay. Ja,
es liegt an was anderem. Ich habe nämlich hier nur die Fill Color umgestellt. Die ist auf grau und nicht die Color. Ups. Die ist noch auf blue. Deswegen hat er jetzt, wenn man ganz nah reinzoomt, oh, da haben wir auch welche, das geht sogar noch schneller. Deswegen hat er jetzt diese Nodes markiert als Knoten mit blauem Rand und grauem Inneren. Wenn ich ihn jetzt hier umschalte auf das auch noch grau, dann sollte er jetzt, wenn wir wieder die 30 Sekunden warten, genau, und ich gerade auch zum Stoppen aufgefordert werde, dann auch jetzt einen grauen Inhalt liefern, aber die 30 Sekunden werde ich jetzt einfach noch usurpieren. So, wir sollten jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ne, wir sollten schnell zum Ende kommen und wir haben jetzt hier die grauen Knoten. Ja. Und Adresse Map.css weiß leider nicht auswendig, wenn man aber mit der Google nach Overpass Turbo und Map.css sucht, landet man auf der richtigen Wiki-Seite. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu schlimm gelangweilt. Roland, danke für die Sachen. Vielen Dank.